Die Wissenschaftlerin Sandra Sülz widmet sich in ihrer empirischen Studie der Situation in allgemeinen Krankenhäusern. Die Fragestellung der Studie war, inwiefern beeinflusst die Organisation der Krankenhäuser die Behandlungsqualität für Patienten? Ein Modell soll die Studie erklären. Die Patienten werden zunächst unterteilt. Schwarze und weiße Figuren sind Routinepatienten. Die roten Figuren stellen komplexe Patienten dar. Dazu gehören Notfallpatienten mit unsicherer Diagnose und auch multimorbide Patienten mit mehr als einer Erkrankung. Das Ergebnis der Studie ist, dass die Krankenhäuser zum Wohle der Patienten anders strukturiert werden müssten. Die Studie basiert auf Daten von über 250.000 Patienten mit insgesamt 39 Krankheitsbildern aus 60 deutschen Krankenhäusern. Als Maß für die Behandlungsqualität wurde die Mortalitätsrate in der ersten Woche des Klinikaufenthaltes herangezogen. Der Klinikalltag in Deutschland sieht so aus. Alle Patienten finden sich im selben Krankenhaus zur Behandlung ein. Sowohl die Routinepatienten als auch die komplexen Patienten. Also was wir relativ häufig sehen, dass bei Allgemeinkrankenhäusern Routinepatienten und komplexe Patienten zusammen behandelt werden. Dabei sind die Abläufe halt unterschiedlich. Bei den Routinepatienten steht von Anfang an relativ viel fest. Da weiß man, was gemacht werden muss und da steigt halt die Behandlungsqualität mit dem Spezialisierungsgrad. Bei den komplexen Patienten ist das anders. Da ist die Diagnostik unsicher und der Therapieablauf als solcher ist auch unsicher. Ein wesentliches Ergebnis der Studie: Wenn viele komplexe und Routinepatienten eines Krankheitsbildes zusammen behandelt werden, leidet die Behandlungsqualität der komplexen Patienten. Also bei Routinepatienten, da kann ich ganz andere Absprachen treffen, beziehungsweise da sind auch die Absprachen zwischen den Professionen und den Fachgruppen einfacher und standardisierter. Bei den komplexen Patienten funktioniert das nicht mehr. Da sind die Patienten viel häufiger auf Ad-Hoc-Meetings angewiesen, unterschiedliche Fachgruppen müssen häufiger eingebunden werden. Und wenn da das Volumen dann zunehmend größer wird, dann funktionieren diese Koordinationsabläufe nicht mehr. Fazit der Studie: Routinepatienten sollten in Zukunft in Fachkliniken behandelt werden, die auf ihr Krankheitsbild spezialisiert sind. Dort bekommen sie die beste Therapie. Getrennt von ihnen werden komplexe Patienten mit demselben Krankheitsbild behandelt. Dazu müssen neuartige Fachabteilungen eingerichtet werden, die über zusätzliche interdisziplinäre Ressourcen verfügen. Wir haben basierend auf den Studienergebnissen eine Simulationsstudie gemacht. Und dann in einem ersten Schritt die Routinepatienten von den Nicht-Routinepatienten getrennt und dann in einem zweiten Schritt für die Nicht-Routine, also die komplexen Patienten, die Konzentration in den Fachabteilungen erhöht. Und beide Schritte zusammen hatten eine Reduktion der Mortalität von über 10% für beide Patientengruppen zur Folge. Damit liefert die Arbeit von Sandra Sülz erstmalig den Nachweis, dass die getrennte Behandlung von Routine- und komplexen Patienten die Prozesse in den Krankenhäusern vereinfacht und gleichzeitig die Behandlungsqualität verbessert.